Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 aus einer der unkooperativsten Sims-Familien, die ich aktuell gerade habe. Kinder sind nur am Nörgeln, am Quengeln, am Rumstenkern, am Kaputtmachen und Conny macht, was sie will. Die dumme Nuss. Einfach nur noch nervig. Was machst du jetzt? Du hast Hunger. Du kannst mal Pizza holen. Gönn dir ein Stück. So, wie sieht's bei dir aus? Du hast auch Hunger. Auch du kannst dir ein Stück gönnen. Conny. Fütterst du den blöden Kerl hier? Bitte. Füttern, stillen. Mach einfach, du doofe Nudel. Ich weiß, er will keine Ja, er ist hungrig, ich weiß. Arschloch. Was meinst du, was ich hier die ganze Zeit versuche, du doofes Scheißspiel? Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber die gehen mir gerade tierisch auf den Keks. Jetzt still endlich das blöde, beschissene Arschlochkind. Still es, Conny. Still das beschissene Arschlochkind hier. Nicht ihn. Ihn sollst du hier füttern. Mach. Bist du ein blödes Stück. Fütter das beschissene Kind. Nein, nicht hinlegen, du Arschloch. Entschuldigung für die Ausdrucksweise gerade, aber das kotzt mich dermaßen an. Die sind hier nur am Rumstenken, die Sims, und nur am Scheiße machen. Mann, kotzt. Trink. Ich verkauf dich. Ich setz dich aus. Meine Herren, kotzt mich das gerade an. Nur am Scheiße machen. Wirklich nur am Rumblödeln hier am. Kotzt mich das an. Unglaublich. Das sind dann so Fälle, wo einem die Sims auch, also wo ich schon mitgekriegt habe, dass die Kinder wirklich weggenommen wurden, weil die Sims es sich geweigert haben, das blöde, beschissene Kind zu füttern. Sie haben es einfach nicht gefüttert. Ja, isst du deine Pizza? Die tun wir mal weg. So, du kannst ihr mal Hallo sagen. Wer bist denn du? Yuki Bear. Die hatten wir irgendeiner frühen Sims-Folge hatten wir die auch mal als Freundin. Oder einer der Sims hatte die als Freundin. Halleluja, das Baby wird auch gefüttert. Ist doch nicht so schwer. Man, es geht doch. Wenn sie wollen, geht es doch. Aber sie wollen halt meistens nicht. Das ist das große Problem. Sie wollen in der Regel nicht. So, du kannst hier mal rutschen oder klettern von mir aus. Traurig, weil... Ja, wegen kaputtem Puppenhaus. Da kannst du dich bei deinem Bruder bedanken. Der hat nämlich nichts anderes zu tun gehabt, als das kaputt zu machen. Ist halt ein Arschloch, Bruder. Ja, und du lässt jetzt einfach mal das Kind. Ah, oh, Windeln wechseln, das ist okay. Das ist absolut okay. Warum plärst du denn jetzt schon wieder rum? Du bist müde, ja. Dann leg dich hin und hör auf zu rumzuplärren. Meine Herren. Sei einfach still. Ja, du hast Hunger. Dann leg das Kind halt hin.
Leg ihn da ab. Dann iss was. Markt von Finchwick, ja. Mag ja alles sein. Gönn dir ein Stück Pizza. Danach darfst du sie hier mal baden. Mehr Auswahl, nenne ich Erziehung. Baden. So. Ja, du bist da oben, da sitzt du gut. Hauptsache, du machst nicht immer wieder alles kaputt. So, isst du was? Dann kannst du sie baden. Danach kannst du eigentlich gerade mal die Wäsche weglegen. Oh, hi Yuki. Lass es dir gut gehen. So, du isst Pizza. Ja, räume den Teller noch weg. Sehr gut. Und dann können wir eigentlich mal noch gucken, dass wir wieder einen Kerl kennenlernen. Dann würde ich sagen, gehen wir danach mal reisen. Alleine natürlich. Du solltest das Kind noch baden. Du bist eine doofe Nuss. Bade das Kind. Dann reisen. Erst Kind baden, dann reisen. Das ist die Reihenfolge, Conny. Genau das ist die Reihenfolge, keine andere. Du bist am Durchkriechen, das ist okay. Hauptsache, du machst nicht kaputt. Oh, hi. Emily Brandon. Sehr schön. Bist auch mal zu Besuch? Dann kannst du sie eigentlich bitten, dass vielleicht... Ach so, okay, geht nicht. Schade. Alles ein bisschen dreckig, ne? So, aber wenn sie gebadet ist, dann darfst du reisen. Alleine? Yuki kann ja ein bisschen auf die Kinder aufpassen. So, hier weiß ich, gab es noch einen, den wir, glaube ich, nicht hatten. Scheint aber nicht da zu sein. Das sind alles Calzones. Hatten wir ihn da schon? Sonst müssen wir mal in eine andere Welt reisen. Galerie wollte ich nicht hin. Wen haben wir hier denn so? Da wohnt eine Person. Da sind zwei Herren. Reisen wir da mal hin. Mal gucken, wen wir da so kennenlernen. Wolfgang Munich. Freundlich vorstellen. Ja, die sind zur Tagespflege. Susul. Dag-Dag. Tag verschönern. Nach Karriere fragen. Klopfen sollst du noch. Ich will den da drin auch noch kennenlernen. Er ist arbeitslos, okay. Wer bist du? Du bist der Günther. Oder Gunther. Freundlich vorstellen.
Arogaba. Arogaba. So. So. Schisma. Schisma. Über Träume reden. Kann man dich ein bisschen anflirten? Flirten. Bist du Single? Gabi, flirten. Ob es fragen, ob er Single ist. Er ist Single, sehr gut. Rose anbieten. Romantik. Nach romantischem Interesse fragen. Vadish. Oh, komm mal langsam. Jawohl, wir haben ihn schon mal zumindest, dass er Kompliment über Aussehen machen. Flirten. Conny weiß jetzt über die Roman. Er ist in der Erkundungsphase. Okay. Wir können sehr gut. Wir können ein bisschen erkunden. Einen Kuss hauchen. Nein, wir wollen hier mit ihm jetzt. Hände küssen. Flirten. Zuwendung. Kompliment über Aussehen machen. Jetzt geht er. Du sollst dich nicht mit ihm hier unterhalten, Conny. Mit ihm. Conny. Hier. Hier spielt die Musik. Bei ihm. Den können wir später klar machen. So, sehr gut. Körperliche Nähe, knuddeln. Küssen. Techtelmechtel. Wenn wir Techtelmechtel können, können wir auch Baby machen. Baby machen. Die haben ja doch ein Bett, ne? Genau. Dann mal ran. Brauchen wir gar nicht zu uns heim, dann können wir das direkt hier klar machen. Dann kann er gleich mal Erfahrungen machen. Und dann können wir ihn vielleicht als nächsten Daddy, den Wolfgang, dann haben wir jetzt den... Wer war das? Gunther war das. Gunther Munch. Munch. Ich hoffe, er kann es auch. Na? So. Seniorin. Er hat's nicht hingekriegt. Romantik, Baby machen. Muss nochmal, sonst würde hier jetzt nämlich stehen, schwangere Sims können nicht älter werden. Oder altern nicht. Leg's Handy weg, Conny. Weck ihn mal auf. So. Ja, im Bett geht nicht. Dann gehen wir halt in die Dusche. Körperliche Nähe, Baby machen in der Dusche. Er muss nochmal. Also sie ist noch nicht schwanger. Das funktioniert nicht. Außerdem kann sie dann auch gleich bald duschen. Du
Du sollst nicht mit ihm plaudern. Baby machen. Das ist doch wohl jetzt noch drin, oder? Dusche ist zwar mit Sicherheit nicht der bequemste Ort, aber... Das macht ja nichts. Wird sie auch gleich sauber dabei? Nö. Aber Spaß hat sie. Spaß hat sie. Ja, müssen wir mal hoffen, dass er das jetzt auch zumindest beim zweiten Versuch schafft. Bett war ja belegt. So. Schwangere Sims können nicht älter werden. Sehr gut. Schwangerschaftstest machen. Sehr gut. Wir haben den nächsten Daddy. Hat zwei Versuche gebraucht, aber ging. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Dann können wir ihm das gerade noch sagen. Dann ist der nächste, die nächsten Kiddies heißen dann mit Zweitnamen Gunther. Was für eine Dings haben wir denn? Die jüngsten ist I-H-I-J. Mit J brauchen wir. Also Justus Gunther oder Julius Gunther oder irgendwie sowas. Gunther Munch. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Da müssen wir jetzt nur noch sehen, dass die geboren werden. So, sind aus der Tagespflege zurück, sehr gut. Alles ernten und jäten kannst du doch, jäten geht. Ja, die liegen natürlich mal wieder sonst wo rum. Wie geht's euch denn? Du hast keinen Hunger, du hast keinen Hunger. Das ist gut. Dann kannst du ihn im Prinzip nachher einfach... Also können wir hier so machen. Absetzen Igor. Absetzen Ilja. So, wie geht's euch zweien? Ihr seid am Spielen. Das ist gut. Du hast keinen Hunger, du hast keinen Hunger, du hast aber Hunger. Du kannst aber nachher was essen. Level 2 der Fantasiefähigkeit erreicht, sehr schön. Ja, braucht man gar keinen Hausgast einladen, wobei ein Hausgast gar nicht so schlecht gewesen wäre, weil die machen nebenher auch sauber. Vielleicht laden wir den trotzdem noch ein. Den Gunther. Übernachtungsbesuch planen. Ich glaube, wir laden den ein. Startzeit wählen. Wieso geht das nicht? Meilenstein Brabbeln freigeschaltet. Ist das, weil das schläft oder was? Muss ich jetzt nicht verstehen. Muss ich nicht, tue ich auch nicht.
Aber sie ist wieder schwanger. Das ist doch schon mal gut. Haben wir das schon mal erledigt? Dann, ja, gibt es zumindest demnächst nochmal wieder zwei weitere Schreihälse. Ich freue mich schon nicht. Aber wir sind dann wieder zwei Kinder näher am Ziel. 14 haben wir, glaube ich, aktuell. Das wären dann 15 und wahrscheinlich 16. Wenn es einigermaßen gut läuft. Wenn es ganz blöd läuft, gibt es natürlich Drillinge. Oder halt nur Level 3 der Denkfähigkeit erreicht. Sehr gut. So, legst du das Kind mal ab, genau. So, der Geburtstag von Karl Igor naht. Halleluja. Und von Ilja Karl naht. Von Igor Karl und nicht. Ja, du gehst in die Haya, oder? Jawohl. In die Haya gehen ist gut. Du solltest was essen, meine Liebe. Gerade wenn du schwanger bist, wäre das ganz gut, wenn du was zu essen hast. Mit wem redest du? Meilenstein klatschen freigeschaltet, sehr gut. Die dürften dann auch bald älter werden. Ein Tag noch. So. Was hast du vor? Warten in Schlange. Achso, du willst wieder... Okay. Das ist okay. Spielen? Isst du mal lieber? Du willst Lied singen. Okay, mach das. Solange dass der Mutti den Appetit nicht verdirbt. Solange darfst du ruhig singen. Ja, ja, du bist müde, du musst aber gerade noch duschen. Und dann darfst du dich hinlegen. Essen, duschen und dann... Ja, ja, Level 4 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Sehr gut gemacht. So, er spielt dort, das ist gut. Überlegen, ob wir das Puppenhaus wegtun. Das machen sie eh nur kaputt und dann macht es die traurig. Ich glaube, das Verkaufen war auch einfach. So, dann macht es die Kinder nämlich nicht traurig. Du sollst duschen, du Nudel. Nicht säubern, duschen. Du bist nämlich immer noch Nee, du bist sauber, okay. Dann sage ich gar nichts, Entschuldigung. Dann kannst du mal schlafen gehen. Ja, damit beenden wir dann noch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.